Manchmal ist man einfach nicht gut in Dingen. Perfekt. Und die haben gedacht, wir verlieren. Wir haben jetzt die ganze Zeit falsch gespielt. Also haben die Jungs doch noch nicht gewonnen. Guten Morgen von unserer kleinen Morgenrunde hier in dieser kleinen Retirement-Community. Wir können hier quasi einmal um das kleine Dörfchen rumspazieren, direkt an einem Kanal entlang. Ist richtig, richtig schön. Morgens ist eigentlich auch noch überhaupt nichts los hier. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu nah ans Wasser rangeht, weil hier gibt es natürlich Alligatoren. Für Hunde gibt es hier zwei richtig eingezäunte, schöne Auslaufflächen. Und hier auf der anderen Seite vom Kanal, da hinten, tummeln sich meistens die Alligatoren am Nachmittag und sonnen sich. Das beliebteste Fortbewegungsmittel hier für sowohl Mensch als auch Hund sind auf jeden Fall die Golfkarts. Morning! Morning! Morning. Und naja, was soll ich sagen? Willkommen im Rentnerparadies Florida. Gar nicht so schlecht hier. Wir haben hier im Trailer oder einem großen, riesigen Wohnwagen, das wir euch später noch zeigen. Zwar eine Kaffeemaschine, aber ich habe jetzt im Supermarkt meine absolute Lieblings-Barista-Hafermilch gefunden, mit dem man einen richtig guten Cappuccino machen kann. Und deswegen freue ich mich gerade extrem, hier mal wieder ein Espresso zu machen und dann einen richtig schönen Cappuccino. Und dann zeigen wir euch, was absolut first thing to do is in the morning hier. Tatsächlich machen wir das zum ersten Mal, seit wir hier sind. Aber wir stellen uns vor, es ist das Erste, was man hier so machen sollte, wenn man hier lebt. Kaffee und dann sich hier hinsetzen und beobachten. Ab jetzt machen wir das auch jeden Tag. Ja. Naja, ein bisschen müssen wir noch was tun.
das Abgefahrene ist, hier in dem Gewässer sind auch Alligatoren drin und auch ziemlich große. Und ein Alligator ist aber ein ganz kleines Baby und das sitzt immer hier vorne auf den Stein und muss flüchten vor seiner Mama, weil Mama Alligator will Baby Alligator fressen. So while the kids are drinking their coffee, we have to work. This is where Tozer lives and the snakes and the spiders. Hi. Good times. Yay. Retirement. Yay. Zeit für ein bisschen Bewegung. Oder wie man es hier nennt, E-Biking. Jetzt essen. Oh, that's too bad. Thank you. The window. Doesn't matter. Or just close. Playtime. Wir haben uns ein bisschen was Längeres angezogen. Es wurde frisch zugezogen. Aber wir gehen jetzt erstmal Billard spielen, habe ich gehört. Auf jeden Fall schön, dass wir Strategien besprechen, obwohl ich nur froh bin, wenn ich den Ball treffe. Hier, film unseren Sieg. Thank you.
manchmal ist man einfach nicht gut in Dingen. Hoppa! Das ist zum ersten Mal, dass wir keine Getränke irgendwo dabei haben. Dabei trinkt man auch immer ein Bier zu Billard oder was. We win! That's skill, baby! Und die haben gedacht, wir verlieren. Did we have fun? We did so have much fun. Oh yes. Oh. Let's do it again. Oh ho oh, oh, ho oh, oh. Ho. When that happens, he starts. I'll finish. I throw the last disc and then she starts. No, she started last game. Was ihr hier seht, ist der Versuch, Shuffleboard zu spielen. Ich habe es noch nie gemacht, ich wusste noch nicht mal, dass das so aussieht. Aber ja, hier gibt es neben Billard und Pool und einem Gym auch ein Shuffleboard oder mehrere Shuffleboard-Felder mit herrlichem Sonnenuntergang. Tobi ist natürlich der beste Mitspieler. I'm first, yeah. You're second. Perfekt! Es ist endlich ein Profi dazugekommen, der uns mal beibringt, wie man das richtig spielt. Wir haben das die ganze Zeit falsch gespielt. Also haben die Jungs doch noch nicht gewonnen. And you never switch the color? No. Yellow. And then it turns. Two yellow, two black. What a sunset, eh? Cheese. Come to Florida, haben sie gesagt. It's gonna be warm, haben sie gesagt. Und jetzt sind wir hier und frieren. Also muss es in den Hot Tub gehen. Gut, dass es hier einen warmen Whirlpool gibt. A big time. Bodies be all up on my behind. And I can't help myself. It's all. There's just something left. And the judges say 10 out of 10. Now, better. Vielleicht gehe ich auch einfach in den Hot Tub. Guten Morgen, wir sind schon unterwegs und Florida ist ja bekanntlich der Sunshine State und auf ihren Autokennzeichen haben sie auch eine Orange abgebildet. Deswegen dachten wir, fahren wir heute auf eine Zitrusplantage hier in der Nähe und gönnen uns zum Frühstück einen frisch gepressten O-Saft oder Eis oder einfach so Orangen oder... Naja, wir gucken mal, was sie haben. Danke. Koko, 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 Koko. Koko! Big Koko! Und ich habe mich gefilmt. Glaubt ihr das, Leute? Da sehen wir mal ein riesen Krokodil einfach so. Alligator. Alligator, sorry. Ein riesen Alligator. Am Straßenrand oder in dem Kanal hier an der Seite und ich filme mich. Glaub ich dir auch nicht. Was ich aber sagen wollte eigentlich. Komm, jetzt ein Fahrradfahrer gleich direkt am Alligator vorbei. Ja, crazy. Hier ist quasi der Kanal und hinten dran ist ein kleiner Fahrradweg. Ja, die Alligatoren sind hier wirklich überall. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist,
in der kleinen Community, wo wir jetzt Weihnachten verbringen oder ein bisschen Zeit verbringen dürfen. Das ist nicht die einzige hier in Naples. Gefühlt fährt man also an einer Community nach der anderen vorbei oder an irgendwelchen Einkaufsplätzen oder ja. Ich glaube, Naples zählt auch zu den Top 3 der Rentnerparadiese hier in Florida. Die rauchen nicht gut. Ich wusste gar nicht, dass wir zum Kerzen kaufen hier sind. Du hast gerade nach Soßen geguckt. Ich wusste gar nicht, dass wir nach Soßen da sind. Ja. Aber 16 Dollar ist definitiv zu viel für eine Soße. Für eine Kerze. Meine Güte. Ich wusste gar nicht, dass die Orangenbäume so groß werden. Also so wie die ungefähr hier, wo wir jetzt stehen. Aber da hinten sind so richtig große Bäume. Also groß, groß. Haben uns von Orangensaft zu Orangeneis entschieden. Mhm. Und wie schmeckt? Sehr gut, gutes Frühstück. Letzter Stopp für heute und wir sind schon unterwegs. Brewery, also Bier und Pizza und Trivia Night, was so viel bedeutet wie ein Pub-Quiz, Quiz Night. Also wir bekommen random irgendwelche Fragen gestellt und der ganze Pub ratet mit. Thank you.
That looks good. That's good. This is $3.04. Really? This is $2? Come on. Yeah. Some cow skin, no pork with it. Some chicken foot, no pork with it. Some soup now, she want with it. Some soup now, she want with it. Bene, bene. Benissimo and bellissimo. The best for me is like... Wir sind diejenigen, die morgen noch Pizza zum Frühstück haben. Oh! Mama, dem ist ein Michel, die Gungung. Some soft yam, no pork with it. Some dashi. Bingo, bango, bango, Django. Christmas in the tiki room. How come we didn't finish with bingo, bango, bango, Django? Christmas in the tiki room. She wants to drink. It's not the gate, you're locked in. But they're open, it's more like it. Yeah. So what's that? He reads out the question to get your paper there. My true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. Merry Christmas! Golf cart Christmas parade bucket list. Was that the Eagle? Check. Six more shots. Marco Weihnachten? Frohe Weihnachten. Frohe? Hang on. Can you spell it for me and then I'll understand? F-R-O-H-E. Frohe. Frohe. Weihnachten. Weihnachten. Yeah. This is... Frohe Weihnachten. Merry Christmas? Yeah. So difficult. I got it. Frohe Weihnachten. Not hair. Frohe Weihnachten. I didn't go like they do. Want to try? We won't say that. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Really good. Now, Shauna. Wiener Schnitzel. No. Come on. Frohe Weihnachten. Ready? Oh, no scheiße. On three. Yeah. Frohe Weihnachten. Merry Christmas, frohe Weihnachten an alle, ihr lieben Zuschauer zu Hause. Und Feliz Navidad natürlich. Und Feliz Navidad. Es war ein sehr verrücktes Jahr für uns. Es ging
so einiges schief. Verlief so einiges nicht nach Plan. Trotzdem war es eines der aufregendsten Jahre überhaupt unseres ganzen Lebens, würde ich sagen. Ja, das war, glaube ich, das verrückteste Jahr, an das ich mich zumindest erinnern kann. Mit sehr, sehr vielen Hochs, auch einigen Tiefs, die es uns ganz schön schwer gemacht haben in diesem Jahr. Aber irgendwie war es trotzdem verrückt schön. Ja. Es gibt auf jeden Fall einige Momente, wo ich sehr, sehr positiv zurückblicke. Und eins davon ist die ganzen Freunde, die wir in Kanada kennenlernen durften. Dass wir trotz den ganzen Tiefs immer irgendwie schöne Erfahrungen machen durften. Dass wir nette Menschen kennenlernen durften, die uns in schlechten Situationen geholfen haben. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und vor allem jetzt, dass wir hier sein dürfen und Weihnachten mit Freunden verbringen dürfen. Obwohl wir sehr traurig darüber sind, natürlich Weihnachten nicht mit der Familie verbringen zu können. Aber ja. Und wir sind natürlich auch dankbar für diese megamäßige Community, die wir hier auf YouTube haben. Wir wollen das natürlich auch weitermachen, auch im nächsten Jahr und freuen uns einfach total darauf, diese Reise weiter mit euch zusammen machen zu können. Und alles deutet natürlich auch auf Kolumbien hin und dass es Südamerika im nächsten Jahr wird. Es liegt noch das eine oder andere kleine Steinchen im Weg, aber das werden wir jetzt bis Jahresende auch noch aus dem Weg räumen. Und dann geht's mit euch zusammen nach Südamerika. Ja, das war unser letztes Video für 2023. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und wir hoffen, ihr macht euch schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und fühlt euch einfach gedrückt von uns Neuländis. Ein Emoji der Woche könnt ihr trotzdem noch in die Kommentare hauen. Ja. Irgendwas Weihnachtliches. Das ist ja wohl klar. Wir wünschen euch wundervolle Weihnachten, einen guten Rutsch und... Was wir noch sagen wollten, falls ihr Lust habt, ein kleines Weihnachtsgeschenk an uns zu verteilen, uns ein kleines Weihnachtsgeschenk zu machen, dann lasst uns doch ein Abo da. Es ist für euch kostenlos und wir würden uns sehr freuen. Und damit jetzt treibt ihr uns ein großes weihnachtliches Grinsen ins Gesicht. Ja. Und nächstes Jahr gibt es dann weitere Videos von uns. Und jetzt gönnen wir uns eine kleine Pause. Ja. Und machen Schluss. Für dieses Jahr. Ein letztes Mal. Danke. Ende. Und jetzt mal hier aus. Ich will gar nicht aus dem Sitz raus hier. Da kommst du überhaupt mal raus. Aus. Schluss. Oh. Im Schrank. Wo? Im Schrank. Ah. Ceiling. Ende.